So, ich dachte, ich gucke noch mal rein, weil ja ein Zugevent noch läuft. Da gucke ich jetzt direkt mal als erstes nach. Oh, der Bahnhof ist auch fertig. Okay, Patsch. Geld interessiert mich nicht. Also deswegen Werbung macht keinen Sinn für mich. Schauen wir doch mal, was er jetzt will, der Zug. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Das geht schon. Das geht schon. Das geht schon. Das geht auch schon. Ich brauche also Mehl, Honig und Kief. Na gut, Kief liegt ja hier rum. Patsch. Mal genau das. Hä, habe ich nicht noch. Ach nee, ich habe den Honig ja benutzt. Gut, jetzt muss ich zweimal Honig machen, um den unteren Zug loszuschicken. Und der obere, der braucht nur Mehl. Gut, dann machen wir als erstes mal schnell eine Runde Mehl. Dafür brauche ich eine Skank. Steht hier irgendwo eine? Nein, natürlich nicht. Gut, dann schneide ich kurz eine Chemlok ab, pflanze eine Skank. So, und dann kümmere ich mich jetzt erstmal hier rum. Wie üblich, diesen ganzen Kram hier einzusammeln. Ja, und da ich auch irgendwie nicht glaube, dass jetzt noch irgendwas gebaut werden kann, außer dem Wohnwagen, werde ich den wohl gleich einfach direkt anklicken, damit das auch weg ist und ich das nicht vergessen kann. Machen wir mal jetzt am besten sofort. Nehmen wir den hier direkt. Patsch. Der wird Level 3. Was ist das für ein Level? Sieht man leider nicht. Scheint auf jeden Fall Maximallevel zu sein. Ich weiß nicht mehr genau. Jetzt drehe ich hier oben noch am Rädchen. Denn ich bin ja jetzt den zweiten Tag in Folge da. 100 Diamanten wäre toll. Ich bin aber auch mit Dünger zufrieden. Na gut, toll. Luftentfeuchter. Bitte rechts. Das wird beim ersten Mal wieder nix. Überraschung. Oh wow! Okay, das nehme ich. Gut, so, jetzt muss ich da irgendwie anderweitig Bewegungen reinbringen. Nein. Ein bisschen. Nein. 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 Jetzt mal im Ernst, meint ihr das ernst? Es kann doch nicht sein, dass ich dafür ausgerechnet die benutzen muss. Ja gut, komm, dann nehme ich die. Dann muss ich eben in Babyschritten voranschreiten. So. Okay, also ich brauche einmal Kief und dann brauche ich Honig, habe ich festgestellt. Wie viel Honig? Fünfmal waren es, glaube ich. Ja, das heißt, es, ja. Gut, für Honig brauche ich Sour Diesel und Hindukusch. Hindukusch habe ich, aber keine Sour Diesel. Na gut. Dünger habe ich ja leider auch nicht wirklich. Chemdog und Kuchen. Patsch. Toll, dafür kriege ich Geld.
Ach, guck mal, ich habe doch hier noch Jack Herer gepflanzt. Die waren aber für THC-Öl. Was ich jetzt aber lieber mal gerade nicht herstelle, weil ich wirklich keine Ahnung habe, was da noch kommen mag. Aber Dünger wäre toll. Zumindest einen Unternehmenszug würde ich schon gerne noch wegschicken. Damit ich wenigstens ein bisschen was dazu beigetragen habe, dass ich ein bisschen an dem Empire, nicht Empire Cup, an dem Zug-Event teilgenommen habe, so rum. Aber Sour Diesel braucht ja Ewigkeiten. Das jetzt nicht so. Gut, in 2 Minuten ist das fertig und dann mache ich als erstes Mehl. Ich brauche nur 2 mal, ne? Tut mir leid, ich muss nochmal nachgucken. Ja. Aber leider 5 mal Honig. Und Honig braucht wirklich am längsten. Mein Gott, ey. Ich würde den Dünger gern benutzen, aber... Ich weiß, dass ich den später brauche. Davon bin ich überzeugt. No. Ja, gut. Wie komme ich denn jetzt am besten an Dünger ran? Gibt es hier vielleicht irgendwas? Ich brauche 5000 Punkte. Wenn ich ein bisschen Northern Lights machen würde... Ich meine, da steht einer. Und wenn ich die jetzt abschneide, was mache ich damit? Lasse ich Omi einfach ohne Ende Marshmallows machen? Hm. Ich meine, das geht ja schnell. Vielleicht mache ich das. Ja, ich glaube, das mache ich. So, direkt eine nachpflanzen. Hm. Guck mal, hat genau gepasst. Alles wieder weg. Aber der Dünger, den ich da einkassiere, der wird wohl auch nicht reichen. Was haben wir denn da noch derzeit flüssig? Ja gut, das dauert alles viel zu lange. Fabrikproduktion ist dasselbe in grün. Aber ich sehe gerade, wenn ich CBD-Öl oder Kief mache... Na, hier ist es leider nicht der Fall, aber so CBD-Öl und so, das würde doppelt greifen. Aber dafür brauche ich viel zu viel und viel zu lange Zeit, um da nochmal Dünger abzustauben. Das ist jetzt blöd. Weil ich ja auf den Honig warten muss, mehr oder weniger. Achso, warte mal, ist das Mehl schon fertig? Oh, ich befürchte gerade etwas Schlimmes. Ja... Ich habe das jetzt natürlich verlängert, weil ich... Ach je.